Christen spazieren zusammen durch die Stuttgarter Innenstadt. Wer genauer hinsieht, erkennt nicht nur Württemberger, sondern Menschen aus aller Welt. Sie wurden von der württembergischen Landeskirche eingeladen und haben nun 6 Tage Zeit, sich auszutauschen. Zum Beispiel über die Situation in deren Ländern. An dieser ersten Partnerkonsultation sind 50 internationale Teilnehmer mit dabei und 50 aus landeskirchlichen Einrichtungen. Das Motto heißt gemeinsame Wurzeln, gemeinsame Wege. Das heißt, wir versuchen von der Reformation her, die uns verbindet, das rauszufinden, was zum Beispiel eine orthodoxe Kirche, eine lutherische Kirche, eine reformierte oder eine anglikanische Kirche, so weit ist das Spektrum unserer Partner, was die alle verbindet. Zusammen gestalten sie auch den Eröffnungsgottesdienst. Predigt, Liturgie, Musik. In der Leonardskirche ergänzen sich die Christen, egal woher sie kommen. Aber was erwarten die Teilnehmer von diesen gemeinsamen Tagen bei uns in Württemberg? I think working together is the essence of life. Wir gehen gemeinsam in eine Richtung, vereint durch den Glauben an Jesus, und das ist schön. And my expectation is to have some views and comments from participants. And we are here to share our experience and to share our spirituality. Also wenn man sich aneinander reibt, dann kann es auch sein, dass man einander besser versteht und trotz Unterschieden auch gemeinsam besser auf dem Weg bleibt. Auf jeden Fall ist gemeinsam unterwegs sein schöner als allein eines Weges schlappen. In den kommenden 6 Tagen besuchen die internationalen Gäste Orte und Einrichtungen in der gesamten Landeskirche und nehmen an Workshops teil. Von ihrem Besuch soll am Ende jeder profitieren, eben gemeinsame Wege und Wurzeln finden.